Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Natürlich ist der Spawny auch dabei. Ja. Und wir sind auf dem Weg nach Hause. Genau. So, Wegpunkte. Hause ist kackebraun. Kackebraun geht's da lang. Ich habe das hier auch mal markiert, weil hier unten ist ja dann gleich der die Truhe hast du mitgenommen, ne? Ja. Gut. Ja, den Ausgang hier, den habe ich markiert. Ja. Dann können wir nämlich direkt hier wieder weiterlatschen und da unten ist ja noch ohne Ende, falls wir nochmal wollen. Ja, da unten ist noch genug. Eisen haben wir auch nicht alles da unten weggeholt. Ne. Ja, dann komm. Dabei, du weißt, ab, wo lang. Ja. Aber normal rennen, also hier. Nicht rushen. Nicht rushen, ne, hier normal. Ja, ganz lang. Normal laufen. Ah, weiter warte mal. Muss er nicht. Option, Grafik einstellen, düster. Okay, hab ich gemacht. Option, Shader und Shader anmachen. Ach, hast du ohne gespielt? Und den Keller brauche ich keinen Shader. Klar. Leuchtet eh nichts. Sieht viel geiler aus. Die haben was am Wasser gemacht, guck mal. Das Eis spiegelt ja sogar richtig. Ist denn da hinten Wasser? Ist gar kein Wasser, ne? Nee, ja. Eis. Hui. Ja. Das ist schön. Hast du denn den Water Shader auch drauf? Nein. Ich habe den Wasser Shader drauf und der erhöht auf jeden Fall die Wellengänge. Okay. Und das Wasser muss ja auch klarer sein. Oh, eine neue Höhle. Nein, vergiss es. Ich will jetzt nicht mehr. Aber vielleicht findet man noch mal ein Pferd unterwegs. Da sollte man drauf aufpassen. Ja, müssen wir erstmal Grünland finden. Ja, aber ich meine jetzt, wenn man hier lang geht und man sieht eins, an die mitnehmen. Wir haben Sättel in der Enderman-Truhe. Absolut. Ja? Ich fahr Schlittschuh. Nein, der ist viel zu eilig. Guck mal, ich fahr Schlittschuh. Immer links, rechts, links, rechts. So. Ja, Leute, für mich war es eine geile Tour. Also muss ich jetzt wirklich sagen, für uns war es sehr unterhaltsam da unten drin. Gut, für ja, die Zuschauer cool, ist es immer die Frage, ob es wirklich unterhaltsam ist. Vorsichtig. Lava. Oh, hier. Hier geht's weiter. Komm. Weiter geht's. Ich mache hier mal. Mach hier mal Fackeln. Ja, ich hab leider keine mehr. Brauchst du nicht Marken oder so? Hauptsache Fackeln hinmachen. Da könnte man sich hier von oben mal runterbuddeln und das ganze Eisen und so mitnehmen. Ja. Weißt, das wäre eigentlich mal episch. Weißt, wenn du mal schnell was brauchst. Ja, klar. Und so weit ist unsere Welt eigentlich nicht weg. Vorsicht! Boah. Da waren wir noch nicht drin. Die ist hinten komplett dunkel. La 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 la. Schöne Schneewelt. Absolut. Ist denn der Water Shader jetzt bei Optifine auch da, bei Crafting Terminal auch schon da drin? Der Water Shader ist da drin, ja. Ja, alles klar. Ja, wie schon mal gesagt, wir machen alles mit Craften Terminal. Ja. Ist am einfachsten und ihr zerstört euer Minecraft nicht. Das ist richtig. Man einfach so sagen. Keine schwierigen Komplikationen mit installieren und das muss ich da einfügen, das muss ich kopieren und ersetzen, wenn ich mir überlege, das muss gelöscht werden. Wo wir das erste Mal Shader verwendet haben, haben wir alles selber eingefügt, wie oft ich da mein Minecraft neu gemacht habe und dann wieder hier was geändert und da was geändert. Boah, war das ein Krampf, Leute. Boah. Oh. Der erste Shader drauf, Mann, das war echt schlimm. Guck, okay, wir sind schon wieder zu Hause. Und wir haben ja gar nicht viel später Shader gemacht wie Gronkh. Ne. Das war ja Ruckidizuck. Das war ja Ruckidizuck hatten wir auch Shader. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Auf nach Hause. Weil ja immer alle sagen, ja, er ist immer der Erste mit allen. Nee, nee. Nee, nee, nee.
Der Gronkh ist nämlich gar nicht so doof, der guckt immer bei den Amerikanern. Ja. Weil meistens kriegen die alles eher mit wie wir. Das ist immer ein bisschen doof, finde ich, weil die Forums einfach da viel schneller sind wie unsere. Ja. Verstehe ich nicht, dass unsere Forums sowas nicht berichten. Ja, wie zum Beispiel Gamer.de oder wie sie alle heißen. Diese ganzen News-Seiten in Amerika werden das sowas angekündigt. Hier, es gibt so einen fetten Grafikverbesserung für Minecraft. Bam, wird das überall gezeigt. Und da fangen die Leute an. Ja, und wenn du hier nur auf die deutschen Seiten gehst und guckst dir die News an, dann kriegst du sowas sehr spät mit. Ja. Da muss man es einfach mal sagen. Guck mal, eine Mühle. Echt, siehst du die von hier schon? Ja. Stimmt, da. Das sah gerade aus wie das Baumhaus, Leute. Da links. Der Baum. Ja, wir sind wieder zu Hause. Ging mal wieder übel schnell. Überall sieht man, wo wir was abgebaut haben. Und wow, Standbild? Nö. Doch. Ja, ich meine nur, bei mir geht's. Also es liegt nicht am Server. Ich weiß. Gut. Ach so, deswegen hast du Standbild. Er muss sich erst eine neue Dose Red Bull aufmachen. Ja, ja. Oh, Spawny hat das Spiel verlassen. Ja. Hat er sich wirklich so aufgehängt? Ja. Ja, am Wasser haben sie nichts verändert. Da muss ich mit dem Water Shader mal drauf machen gleich. Muss auch keine großen Unterschiede sehen. Echt nicht? Nein. Ich denke, der soll so klar sein oben drauf. Nö. Das spiegelt ein bisschen mehr. Ja. Und der Wellengang ist ein bisschen anders wie vorher. Okay, dann brauche ich den Fuck nicht. Oh, geht wieder? Ja. So. Ja, da hinten steht unsere Mühle. Juhu. Zu Hause. Yeah. Yeah. Und unser Hafen kommt da hinten schon langsam aufgebaut. Ne, unser Kontor. So. Ist ja nicht der Hafen. Oder das Hafenhauptgebäude ist es ja nicht. Das fehlt ja noch. Hafen ist ja das große Gesamt. Ganze. Ja, wie übel. Siehst du, Andi, aber hier, das wäre zu eng. Das passt nicht. Was? Ja, ich wollte das eigentlich hier zwischen haben. Achso, ja, wieso soll das nicht passen? Da muss ich mir das später mal anschauen. Machst du ein bisschen so mit Wasser, weißt du? Und Füße rein. Ja, wir müssen mal gucken. Ich liebe es, wenn man nach Hause kommt. Ah, guck da, ist das schön hier, herrlich. Wer hat eigentlich schon wieder so viele Schafe gezüchtet? Ich nicht. Ich auch nicht. Ihr alten Mistviecher habt euch wieder gebumst, ohne dass ihr es durftet. So, hallo. So. Erstmal was essen. Ja, wir waren schon lange nicht mehr hier. So, wo stelle ich die Enderman-Truhe hin? Hier drin haben wir die nämlich nicht hingestellt, ne? Die andere. Die steht in der Wohnung, ne? Ja. Dann stelle ich diese hier hin. Andi? Ja. Stell die mal da irgendwo hin. Gibt auch keine Antwort, ne? Ach, ich räume die erst in der Wohnung aus. Da ist ja nur Eisenerz. Ja, hier ist ja eine. Ja, deswegen sage ich ja, ich räume erst in der Wohnung aus und den Rest kann ich von da auch dann da reinwerfen und dann da einsortieren. Ja. So, Eisenerz. Eisenerztruhe. Die Öfen sind voll. Hier rechts die drei noch unten.
Dann kloppe ich die schon mal voll. Ja, Andi macht Kohle rein, denke ich mal. Ja. Na, ich sortiere hier mal wieder nach. So. Kohle 36. Ach, hier ist nochmal Eisenerz. Oh Mann, ey, Leute. Kohleblöcke 36. Ja, die müssen wir natürlich jetzt gerade hinstellen und abbauen, Leute. Ja. Natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber gut, was soll's. Habe ich halt mit der falschen Pickhacke gearbeitet. Genau. Machen wir ganz schnell hier. Bap. Ja, was gibt's sonst? Wir werden uns auf jeden Fall beisetzen und werden uns an der Welt natürlich weitermachen jetzt. Ja. Andi wird wohl eine Lore bauen, also und eine Bahn. Ich geht an, wenn man gleich Schlaf nimmt. Ja, ich baue das noch ganz schnell ab. Ja. Das geht ganz schnell. Ich gehe schon ins Bett. Ja, das ist das, was eigentlich ansteht. Ob ich meinen Bauernkram da weitermache, weiß ich noch nicht. Ich muss erst gucken, wie ich das mit dem Platz dahin kriege. Das wird auf jeden Fall gemacht. Und ich glaube, jetzt das Einsortieren werde ich auch nicht aufnehmen, Leute. Das ist für euch einfach, ja, wie soll man sagen, Andi? Uninteressant, ne? Ja, ne, das braucht er nicht sehen. Wir machen ja nichts, außer hier unsere Klamotten, die wir gefarmt haben, einzusortieren. Ob wenn wir natürlich wieder was bauen oder nachproduzieren oder irgendwas, dann sagen wir das natürlich. So, ich liege auch. Aber diese 3 Minuten hier, die machen wir noch voll. Genau. Und ja, was ich baue persönlich, also ich liege auch. So, jetzt ging's. Kann ich noch gar nicht so richtig sagen. Also, das wird sich in dem Sinne ergeben. Wird sich herausfinden in dem Sinne, ob sich da was ändert oder nicht. Genau. Ich mache in den Ofen, der links steht, gegenüber der Enderman-Truhe auch nochmal 64 Eisen rein. Ja. Weil das Ding haben wir gar nicht angemacht. Oh ja, stimmt. Die können wir ja mitnutzen. Genau. Nur die ganze Kohle hier rein donnern. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, nochmal. Oh, scheiße, wie viel hab ich denn Kohle in Blöcke abgebaut? Puh, 3x 64 Stück, Andi. Ich hab 12 Stacks. Ach du Scheiße. Das ist nicht witzig. Aber gut. Abgebaut ist abgebaut. Richtig. Machen wir mal damit hin. Machen wir noch eine Enderman-Truhe. Ja, die 3 Stacks Kohle, die ich gleich abbauen werde. Gold kann ich so lassen. Das schmeiße ich so rein. Irgendwie haben wir 2 Essenstruhen hier. Das ist total dumm eigentlich. Hier sind Kartoffeln drinne und Pute und sowas. Das muss alles darüber. Zurück. Die Steaks auch. So, so muss das. Das kommt wieder zurück. Das darf hier auch nicht rein. Fichtenholzbretter auch nicht. Quadrattreppen auch nicht. Hellgrüne Wolle nicht. Quarzstufen nicht. Eichenlaub nicht. Mein Gott, was ist hier für eine Scheiße alles drinne? Oh, wenn ich gleich hier auf Stopp drücke, Leute, dann kracht das erstmal hier. So eine Scheiße. Alter, und hier die Truhe ist nämlich komplett leer, wo wir Eisen und alles drinne haben. Und hier ist nämlich alles proppenvoll. Dann können wir nämlich die Kohle rüberwerfen. In dem Sinne. Ja. Und das werde ich gleich machen, Leute. Wir sagen vielen Dank fürs Einschalten. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen sortieren. Wir müssen nämlich hier mal, glaube ich, ein bisschen Ordnung machen bei uns hier in dem Schuppen jetzt. Ja, sehr nice, dass viele Leute sich das wohl angeschaut haben, dass wir hier am Farmen waren. Das hat sich auf jeden Fall mal gelohnt, ey.
Also gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Also noch mehr können wir gar nicht farmen in dem Sinne. Nee. Und ich glaube, so viele Folgen waren es auch jetzt gar nicht, die wir gefarmt haben. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Bis zur nächsten Runde, wenn es wieder heißt Minecraft. Wir werden jetzt eine kleine Einsortierung machen und danach, ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter, wie wir aber dann bauen. Also, das können wir schon mal sagen. Also, genau. Das steht fest. Gut, bis zum nächsten Mal und dann auch wieder mit News, schätze ich mal, ne, Andi? Dann werden wir wohl wieder ein paar News erzählen, ein bisschen drüber diskutieren zu zweit, da steht eher so ein bisschen drauf. Nee, ihr kleinen Schweinchen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.